Yeah! Yeah! Wow. Jetzt bin ich voll erschreckt von diesem, wo das Schwert so reinzwitscht. Was geht ab? Okay. Ja, Klabusterbären am Start. Robert. Ich bin der Mike. Toll! Robert, Mike, gut. Was schon? Yo, und hier im Hintergrund läuft wieder Rogue Legacy. Ich habe keine Ahnung, mit was für einer Missgeburt er diesmal spielt. Eine miesen Missgeburt. Was war das für eine? Ich weiß es nicht. Okay. Egal. Auf jeden Fall heute News-Video. Yo. Weil wir dachten uns einmal die Woche, kann man vielleicht so ein News-Ding mal raushauen, was so in der Videospiellandschaft so abging. Und gestern waren ja in den USA die Video Game Awards, obwohl die jetzt nicht mehr VGA, sondern VGX heißen. Ich habe keine Ahnung warum. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Das ist sowas ähnliches wie die MTV Music Awards, nur halt eben für Games. So Oscar-mäßig. Und ja, da kommen halt jedes Jahr immer so ziemlich viele Neuankündigungen oder Weltpremieren, von noch nichts gezeigt. Trailers. Ja. Und ja, gestern war es halt wieder soweit um 12 Uhr. Ich habe es mir reingezogen. Der Rob Roy nicht ganz. Nö, oder gar nicht eigentlich. Servus. Jo, ja, ich habe Ihnen heute ein paar Videos gezeigt, damit er nicht ganz dumm hier ans Thema rangeht. Ja, aber waren coole Trailer dabei auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, der Mike, wo wollen wir denn anfangen? Ja, also ich habe ja so in etwa eine Liste, wie es gestern so ablief. Das machen wir jetzt natürlich nicht alles komplett durch, einfach nur so das Wichtigste. Und da hat es gestern angefangen mit einem neuen Thief. Trailer und auch, also was heißt neu? Thief. Also angeblich neu. Ja, man kennt es ja vielleicht von früher, so ein Meisterdieb ist man da in England. Und ja, da wurde halt gestern irgendwie neue Mechaniken einfach nur präsentiert, obwohl man das in einem alten Trailer schon gesehen hat, wie man halt klauen kann. Und so ein Zeugel, also nichts eigentlich alles. Ja, sieht schon gut aus, aber halt, keine Ahnung, wenn man jetzt schon Dishonored... Das ist halt dasselbe vom alten Trailer und ich denke, wahrscheinlich haben die meisten eh schon die Thief-Trailer gesehen, wer hier so im Internet rumgammelt. Genau. Das Einzige, was gestern noch neu war dazu, dass es so eine Companion-App gibt, wie zu jedem Spiel im Moment. Bloß das Lustige daran ist, es gibt da eine Light-Version. Kann man nicht alles machen irgendwie, haben sie gesagt. Aber die haben nichts von einer Pro-Version auf jeden Fall gesagt, die wahrscheinlich dann auch was kosten wird, nehme ich einfach mal an. Was meinst du mit einer Companion-App? Ja, das ist so eine App am Handy zum Beispiel, am iPhone meistens und an irgendwelchen Android-Geräten, weil Windows wird irgendwie nie berücksichtigt. Okay. Und zum Beispiel gibt's das jetzt für Assassin's Creed 4 Black Flag, da hast du halt auf dem Handy die Karte, kannst dort halt Sachen auswählen und dann wird es dir im Spiel halt angezeigt. Oder zum Beispiel bei Dead Rising 3 für die Xbox One, das ist aber in dieser Xbox-App integriert, da kriegst du halt dann extra Missionen, die du halt bloß über diese App die anschauen kannst oder erhältst die Missionen. Und halt sowas gibt es halt auch jetzt dann für Thief als Light-Version. Okay. Jo. Scheint ja ganz interessant zu sein. Dieses Feature kannte ich jetzt gar nicht. Ja, das klauen die halt jetzt alles so von der Wii U mit ihrem Bildschirm-Controller. Ja. Kommen wir aufs nächste Spiel, oder? Würde ich sagen. Nächstes Spiel. Ja, dann wurde so der erste Award, also auch der einzigste interessante Award eigentlich, weil es voll die Überraschung war, wer da gewonnen hat. Da ging es dann ums beste Action-Adventure des Jahres. Da war zur Auswahl GTA. Action-Adventure? Achso, GTA 5. Okay. Ja, warte, dann The Last of Us. Mhm. Und noch zwei, weiß ich nicht mehr, und Assassin's Creed 4. Aha. Und lustigerweise hat Assassin's Creed 4 gewonnen. Das ist doch noch nicht einmal ein paar Wochen raus jetzt, oder? Ja, halt. Also ich hätte gesagt, Last of Us gewinnt, weil das halt... Ja, halt irgendwie sowas halt, aber halt jetzt nicht Assassin's Creed, was halt jedes Jahr irgendwie rauskommt. Ja. Und vor allem nicht, wenn Last of Us oder hier GTA zur Auswahl. Also ich meine, GTA würde ich eh nicht unbedingt in die Action-Adventure. Ja, okay, ich weiß nicht, wo ich sonst hinstecken würde, aber... Naja. Ja, Open World, Gedöns. Ich meine, erstens ist das Spiel vor einem halben Monat oder so, vor einem Monat rausgekommen. Und hat bei weitem nicht die Zahlen erreicht, die GTA erreicht hat, glaube ich, oder?
Ja, aber das wird ja immer hier. Ich weiß gar nicht, ob da die Fans immer voten können oder ob das von irgendeiner Jury auf jeden Fall. Das kann natürlich sein, halt, ne, dass die Fans da gewotet haben. Aber, ja, aber trotzdem, man, Assassin's Creed 4 ist so ein geiles Spiel, aber wenn es andere Spiele gibt, die 10-mal besser sind, naja, was soll's. Tja. Egal, das war halt irgendwie so voll die Überraschung. Und danach ging es dann los so mit der ersten Weltpremiere. Das war dann von Telltale Games. Das kennen ja die meisten wahrscheinlich zu dem Walking Dead Episodenspiel. Mhm. Diese Click and Points und so. Haben ja damit ziemlich Erfolg gefeiert letztes Jahr. Die haben angekündigt, dass die mit den Leuten von Gearbox, die Borderlands machen, ein Borderlands-Episodenspiel raushauen. Okay. Das heißt dann Tales of Borderlands. Ich weiß nicht, ob du Borderlands schon mal gezockt hast oder so. Ja, ich kenne das Prinzip und hab's auch gesehen. Jo, genau. Also dazu kommt halt ein, so wie The Walking Dead, kommt ein Spiel halt raus. Auch so in Episoden aufgeteilt. Und dann haben die noch ein Spiel angekündigt, Game of Thrones. Dazu gab's aber halt nur so eine Einblendung. Also, da haben sie jetzt nichts weiter gesagt. Außer, dass das Universum voll viel hergibt für das Spiel und so. Ja, halt, da können halt dann alle Charaktere sterben. Ja. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, also halt zwei Spiele angekündigt. Ich weiß nicht, ob die sich da irgendwie langsam übernehmen, weil die sind jetzt auch nicht so groß und mit The Walking Dead haben die hoffentlich schon genug zu tun. Nicht, dass da irgendwie die Qualität drunter leidet. Ja, bin mal gespannt. Also, ich finde halt diese Episodenspiele immer so nicht so toll irgendwie. Das ist für mich wie Download-Content, den man halt wieder bezahlen muss fürs nächste Spiel und so, ne? Finde ich nicht so schön gemacht irgendwie. Halt, vor allem, dass halt in so einer Season dann meistens immer, keine Ahnung, drei Spiele rauskommen, ja? Ist halt die übelste Geldmacherei, finde ich, ne? Ja, aber jetzt das Walking Dead war jetzt eigentlich nicht teuer, wenn du alle fünf Episoden zusammen als so Pack am PC gekauft hast, hat es irgendwie 20 Euro gekostet. Okay. Nee, das geht. Und dann musstest du halt nie wieder was zahlen halt. Halt, wenn man sich da diesen Season Pass gekauft hat, ne, wahrscheinlich. Ja, genau, wenn du sie halt die einzeln geholt hast, dann halt immer 5 Euro. Mhm. Naja. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber mal schauen, Borderlands ist nicht so mein Spiel, also diese Spiele finde ich nicht so toll. Ja, ich frag mich halt auch so, ob das gut sein könnte oder sollte, weil irgendwie, weiß nicht. Ich meine, manche Leute feiern diese Spielserie halt, ich eher nicht. Naja. Jo, okay. Weiter! Dann wurde angekündigt, also es wurde ja schon gemunkelt, dass Ding rauskommt. Vom diesjährigen erschienenen Tomb Raider kommt eine Next-Gen-Version raus. Oh shit. Also fängt die Next-Gen fängt schon jetzt an mit HD-Remakes. Okay. Von dem Spiel, was noch nicht mal ein Jahr alt ist. Aber es ist nicht einfach nur so die PC-Version geportet, sondern nochmal komplett neu alles gemacht. Effekte, Physik. Aber die Haare wackeln nicht so schön einzeln wie auf dem PC. Dafür die Titten? Ja, die wackeln vielleicht jetzt auch mehr. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt gewackelt haben. Diese saßen immer ziemlich straff. Ja, die Lara Croft, die wurde auf jeden Fall ganz komplett neu modelliert. Die hat einen neuen Kopf, ein neues Gesicht, ein bisschen. Sieht zwar immer noch nicht aus wie in den Trailern zum Intro vom Spiel und so. Aber naja, was will man machen? Geld und so, ihr wisst. Ja. Einfach mal nochmal raushauen. Jo, dann lasst mich auf meine schlaue Liste schauen. Oder hat der Rob noch was zu sagen? Nö, nee, nicht eigentlich. Also, Tomb Raider ist jetzt nicht so mein Ding. Also, ist schon okay gewesen, so als kleiner Scheißer. Ja, aber das Tomb Raider hat nichts mehr mit den alten zu tun. Ja, ich meine, also die neuen Tomb Raider, die habe ich gar nicht gespielt. Also, ich glaube, das letzte war dieses Anniversary-Spiel. Was ja auch nur ein Remake war vom ersten Teil eigentlich, so ein verbesserter. Naja. Okay, also, naja. Ja, das Tomb Raider ist halt also komplett von neu und hat gar nichts mehr mit den alten Spielen zu tun. Naja, auf jeden Fall gab es dann eine Sache von Nintendo, die einzige. Ja. Haben sie Donkey Kong gezeigt. Oh shit. Was ja verschoben wurde von November auf jetzt in Februar. Sah ziemlich cool aus, so wie das für die Wii, für die alte. Keine Ahnung, ob das jemand von euch kennt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sieht cool aus. Die Affen haben lustiges Fell und so. Okay. Ja, ich meine, Donkey Kong-Spiele sind immer korrekt. Finde ich. Und schwer. Ja, und schwer. Genau. Ist nicht so einfach. Und immer wenn man einen guten alten DK spielen kann. Okay, dann gab's nächste Weltpremiere. Das erste Mal Gameplay zu Quantum Break. Oh shit, das war gut. Xbox
Ja, man, Xbox One-Exklusivtitel von Remedy, die früher Max Payne 1 und 2 gemacht haben, und Alan Wake. Sollte denn jeder ein Begriff sein? Mhm. Ja, da gab es halt eben gestern das erste Mal Gameplay. Und ja, man kannte ja bloß, dass das so irgendwas mit Zeitmanipulation ist und so. Das wurde halt gestern ein bisschen weiter erklärt, dass da in dem Labor irgendwie was schiefgelaufen ist und dann die Leute, die da anwesend waren, die haben dann irgendwie Kräfte erlangt. Nicht nur gute Leute eben. Ja, die dann die Zeit zu manipulieren. Und da wurde gestern eben gezeigt, dass es halt ein Actionspiel ist. Also es wird geballert, es wird in Deckung gegangen, à la Gears of War. Dazu hat auch gestern auf Twitter der Gears of War-Erfinder Cliff Bleszinski gemeint, das Spiel sieht aus wie Gears of Singularity. Also Singularity ist auch so ein Spiel mit Zeit und so. Oh, okay. Und deswegen hat er gemeint, ja, aber es sieht auf jeden Fall echt fett aus. Ja, so kann man nicht sagen. Also die, ich meine, Spiele mit so Zeiteffekten, so verschnellern, verlangsamen, das ist eh schon immer cool, seit Max Payne auf jeden Fall. Und ja. Ich meine, hier hat man halt alles, ne? Anhalten, beschleunigen, verlangsamen und halt nicht nur der Charakter, sondern halt auch so Objekte hat man gesehen, die auf einen zurasen und so, kann man dann auf einmal in der Luft anhalten, dass sie einen halt nicht treffen. Oder so, halt keine Ahnung, wie die das im Spiel verbauen werden. Ja, genau, ja, mehr weiß man halt eben auch noch nicht. Aber da kommt auf jeden Fall ein Brett auf uns zu. Mhm. Jo, dann noch nebenbei, es wurde nichts für die PlayStation 4 angekündigt, exklusiv oder sowas. Also ziemlich lahm. So, dann das nächste große Ding. Lass mich in meine Liste gucken. Destiny Trailer gab es einen neuen. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Destiny ist das von Halo, ne? Der von den Halo-Leuten, halt. Ja, dieses MMO-Shooter, ja. Da gab es einen neuen Trailer, der irgendwie, also ich weiß nicht, ob du das von der E3 kennst, wo die so richtig gespielt haben, das sah richtig fett aus. Gestern der Trailer sah einfach nur aus wie World of Warcraft mit Knarren. Okay. Also richtig bunt und halt grafisch voll schlecht. Der Trailer hat mir nicht gefallen, auch wenn das Spiel eigentlich voll geil ist, bestimmt. Hm. Dann gab's Division. The Division. Ist natürlich echt ein fettes Spiel. Sollte eigentlich schon jeder von euch gesehen haben. Im Trailer, hoffe ich mal. Jo. Gestern wurde halt diese Engine in einem Trailer präsentiert. Der Trailer hat eigentlich bloß so Szenen gezeigt aus dem Trailer, den man schon kennt, vom Gameplay. Aber halt jetzt nochmal extra mit den ganzen Effekten und so, was so Next Gen alles kann. Mhm. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Zum Beispiel, man schießt auf ein Werbeschild und dann kommen durch diese Einschusslöcher eben die Sonnenstrahlen durch und so ein Scheiß. Ja. Und halt auch die ganzen Oberflächen reagieren halt immer korrekt. Genauso auf Licht, wenn da Rauch ist und Licht auf den Rauch blinkt. Genau. Zum Beispiel von einem Auto, von einer Alarmanlage, dann leuchtet der Rauch halt immer auch auf, wenn das Licht aktiv ist. War ziemlich, ziemlich fett, muss ich sagen. Und ich freue mich echt auf das Spiel. Ich hoffe, das läuft auf meinem PC dann. Ja, da habe ich kein Problem. Oder du holst dir einfach eine Xbox One. Ganz genau. Und kannst zusammen zocken. Also hoffentlich kommt es nicht für den PC. Und hoffentlich läuft es dann auch nicht. Und auf jeden Fall, ja, die ganzen Trailer verlinken wir in der Videobeschreibung. Falls ihr da irgendwie was verpasst habt. Damit ihr das schön nachholen könnt. Jo. Dann gab's schon zwischendrin Dead Island 3/Dying Light heißt es jetzt. Ich weiß nicht, kennst du da die Spiele von früher? Mhm. Ja, das ist halt so ein Zombie Open World Rollenspiel. Das weiß ich halt, dass man da metzeln kann. Einfach. Ja, genau. Und jetzt haben sie irgendwie Mirror's Edge mit Dead Island gemischt und nennen es jetzt Dying Light. Okay. Sieht einmal noch genauso aus, spielt sich genauso, nur dass du jetzt halt so rumhüpfen kannst wie in Mirror's Edge. Okay. Da haben sie ein Demo-Level gezockt, voll langweilig war das. Weil ich jetzt schon weiß, dass die Engine und die Technik immer noch genauso beschissen sind wie davor. Dann gab's, yo, The Witcher Try, neuer Trailer, Gameplay. Der ging zwar bloß eine Minute knapp. Aber man hat schon gesehen, kurze Einblicke aus dem neuen Kampfsystem und aus der Grafik halt, Open World. Und der Rob hat den Trailer auch gesehen, sagt doch mal. Ja, also ich muss sagen, Witcher 3. So, finde ich jetzt, also ich habe ihn nur kurz gesehen, weil der halt abgebrochen ist so. Aber das sah ziemlich gut im Gegensatz, gut aus im Gegensatz zum letzten Teil, muss ich sagen. Und auch sehr dynamisch so, was das Spiel angeht. Das war jetzt halt nicht mehr so der klobige Third-Person RPG-Dingsbums, ne? So à la
ja, ich weiß jetzt gar keinen Vergleich halt, sondern es sah jetzt sehr dynamisch aus und so ein bisschen ähnlich wie bei Assassin's Creed, würde ich schon fast sagen, so wie der Charakter mit der Umgebung irgendwie interagiert hat. Ja, war auch hier im Trailer erwähnt worden, dass es halt das dynamisches Kampfsystem ist. Da hat man ja auch gesehen, so man kann halt kämpfen und dann zwischendrin einfach irgend so eine Magie auf den Boden aufklatschen und dann fliegt die Scheiße durch die Gegend. Mhm. Und jo, man hat auch gesehen kurz, wie man durch die Welt reitet und so. Also alles in-game und es hat ziemlich fett ausgesehen, auf jeden Fall Next Gen. Das war auch schon so die ganzen Highlights eigentlich von gestern. Ganz genau. Und jo, mal schauen, ob wir halt jetzt so, also ich habe halt vor so irgendwie jede Woche, dass wir so ein News-Video machen. Mal schauen, wenn es halt genug News gibt. Es ist halt jetzt hier mein Test, wie es ankommt. Gut, ich schreibt halt in die Kommentare, was ihr davon hält, ob ihr die Videos gesehen habt. Und jo, wenn nicht, dann können wir euch natürlich auch die Links noch bereitstellen. Genau. Ja, und sagt uns halt einfach, was ihr so haltet, so von den ganzen neuen Spielen, ob ihr euch auch so drauf freut. Ja, genau. Oder eben nicht, ob ihr drauf scheißt. Jo, okay. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüssle. Jetzt sehen wir halt doch das 23 Minuten.